殺す。おじけづくか。Ich selbst habe bis jetzt Rosse, also ich habe Rosseth-Knight gespielt, ich habe Verstärker-Schamane gespielt, ich habe Elementar-Schamane gespielt. Elementar-Schamane ist richtig cool bis jetzt. Rosseth-Knight, Verstärker-Schamane, Elementar-Schamane, Fury Warrior, Arms Warrior oder Waffenkrieger. Ah, Vergelter Paladin. Vergelter Paladin ist zumindest für mich etwas gewöhnungsbedürftig, wobei das nichts weder etwas Positives noch Negatives heißen soll. Allerdings muss ich gucken, ob sie hier nicht irgendwo Vergelter Paladin haben. Ich glaube, ich kann euch das Talent zeigen, was ich meine. Ja, hier ist es. Ah ne, Quatsch, das ist es gar nicht. Kann ich nicht sehen, das ist dann. Müsste dann unterwegs ein konkretes Talent sein. Auf jeden Fall, Vergelter Paladin, wie gesagt, hat ein Talent, mit dem er halt das, was er an Leben verloren hat, zum Schaden hinzufügt. Und dann Paladin ja halt auch noch seine Bubble hat, die er anwerfen kann. Und mittlerweile ist es, glaube ich, nicht mehr so, dass er, sobald er den Bubble angeworfen hat, dass er Schaden verliert. Sondern sie ist jetzt einfach nur so Bubble. Ist es halt so, dass ihr bringt die Rot auf 20%, sprich auf irgendwo 50.000 Leben, ja? Erhittet euch 2 Millionen aufwärts, wenn er dieses Talent hat. Natürlich ist da ein bisschen glücksabhängig etc. pp. Aber 2 Millionen aufwärts für einen einzigen Angriff. Ich habe keine Ahnung, wie man auf die Idee kommt, so etwas zu tun. Kann man überhaupt auf die Idee kommen, so etwas überhaupt in Anbetracht zu ziehen, nach dem Motto, neu auszuspielen, das ist doch schon so. Habt ihr das gesehen? Ich war eben gerade, war ich noch voll auf Live, ne? Ich war nicht angeschlagen oder so. Und dann kommt ein Typ. Dann kommt Death Paladin. Wie gesagt, manche Dinge sind
absolut out of control. Denkst, aktuell, ich glaube, stärkster DD von den DD-Klassen. Ich würde auf. Ich würde auf Unholy Death Knight tippen. Super hardcore. Ist jetzt eigentlich ganz solide Runden, die ich hier fahren kann. Manchmal ist nichts, manchmal sind die Teams so unbalanced. Also wenn das gegnerische Team, sagen wir mal, gewisse Klassen zur Verfügung hat und das nimmt Übermaß, ist im Grunde schon Schicht im Schicht. Brauche ich aber mal. Eigentlich davon überzeugt, dass ich sterben würde. Ja, das ist wieder Ding, ne? Blattnachtheit. Habt ihr es gesehen? Ich habe ein Drittel, ein Viertel meines Lebens verloren. Wo er mich noch nicht mal angegriffen hat. Das ist einfach nur lächerlich. Hätte ich den Typ ja noch gekillt, aber nicht, wenn er durchgehend geheilt wird. Und nicht, wenn der Rest meines Dödel-Teams sich nicht darum kümmert, den Heiler zu killen. Ich meine, hey, ich sehe den Heiler von Fedor aus. Ich sehe, dass da einer ist. Also sie zieht ihn oder killt ihn. Aber wartet nicht auf morgen. Sehr schön. Ach nö, das ist schon wieder Blood Death Knight Bullshit.
her, dieser Dot, das Grüne, was ihr seht, ne, was da jetzt eingeschlagen ist. Das ist ein Dot, den Schurken wirken können. Ihr glaubt nicht, was das für ein Dot ist. Im Duell, wenn ihr ein Duell gegen den fahrt. Und natürlich, Schurken beginnen immer den Kampf als erstes, weil es ist ein Schurken und Stealthy sind ein bisschen shitty. Wenn er diesen Stealth-Angriff gegen euch fährt, kann es sein, dass ihr noch nicht einmal aus dem Stunlock kommt und ihr seid tot. Und wir reden hier jetzt nicht von 10, 15 Sekunden. Nein, nein, Sunshine, wir reden über 5 Sekunden. So, ihr sterbt innerhalb von 5 Sekunden im Stunlock. Ohne, dass er sozusagen aktiv Schaden gegen euch macht. Er macht passiv Schaden, also halt der Dot. Der Dot tickt euch runter. Der Dot, ich weiß gar nicht, für wie viel er dann tickt. Die haben aber, wobei sie auch dann Finisher haben, mit dem sie angreifen. Und ich weiß nicht, 50% Leben nehmen, so, hey, bang, oh, ah. So, what the fuck. Sagen schlecht gebalanced. Ich würde sagen gar nicht gebalanced. In Anbetracht dessen, was das für Unterschiede, besonders halt, also wenn wir jetzt einfach miteinander die D-Klasse vergleichen. Der Unterschied im Schaden ist so groß, dass das einfach, das hat nichts mehr mit Balance zu tun. Ne? Ja, wenn ich voll supported wäre, oder so wie jetzt halt im letzten Game, wo ich so knapp 60 Millionen Punkte Schaden gemacht habe, sagen wir 50 Millionen Punkte Schaden gemacht habe. Also, wenn ich 50 Millionen Punkte Schaden mache und ich gehe davon aus, dass ich alles mehr oder weniger richtig gemacht habe und ich sogar ein gutes Spiel gehabt habe und ich dann über mir DD habe, der dann 200 Millionen Schaden gemacht hat, ja? Also viermal so viel wie ich, dann, meine Lieben, hat das nicht mehr viel mit Skill oder Können zu tun. Dann ist das ein definitiv guter Indikator dafür, dass irgendwas im Busch ist oder dass irgendwas halt broken ist. Leider nicht gut. Schade. Solo hätte ich ihn gekillt. Hätte er nicht noch zwischendurch Heilung gekriegt vom Heiler. Und ich den Frost Death Knight noch an der Arschbacke kriegen gehabt, hätte ich ihn gekillt. Aber so. Nope. Where is it?
Und Remorseless Winter ist ein Film, der ja. Ach, das ist nur mal wieder mein Death Knight. Death Knight, Death Freund. Habt ihr es gesehen? Der hat mich fast gekillt. So. Ohne dass ich ihn angegriffen habe. Hätte ich ihn auch zusätzlich angegriffen, wäre ich tot gewesen. Ganz einfach, ich wäre tot gewesen. Der Typ hätte mich gekillt. Weil er als Blob dürfte man so viel Schaden machen. Was definitiv lächerlich ist. Und ich weiß gar nicht, und ich bin mir noch nicht mal sicher, dass Death Knight, also Blob Death Knight, ob das der schlimmste im Bunde ist. Denn ich glaube, es gibt schlimmere Klassen. Kein Rumgefliege. Wie gesagt, die fliegen hoch und dann, ja, dann bombardieren sie euch, beschießen sie euch. What the fuck? Gestern war es, da hatte ich ein paar Spiele, da hatte ich zum Beispiel auf meiner Seite den Unholy Death Knight mit dabei. Und der Unterschied im Schaden zwischen mir und dem Unholy Death Knight waren knapp 150 Millionen, die er mehr gemacht hat als ich. Blacksmith, entkommen! Von den Carsten her, ich weiß gar nicht. Ist einer von denen richtig, richtig hart vor? Auch wenn es seltsam klingt, ich würde sagen, Elementarschamane. Elementarschamane in den mächtigen Händen und das ist definitiv nicht meine. Wichtig. Richtig. Schuss Paladin 63 Millionen. Ich glaube, das war jetzt nicht das optimalste Spiel für mich, wo ich durch den Schaden wirken konnte. Aber ja, vergleicht einfach mal die Schadenswerte. Und ich behaupte jetzt einfach mal, wir haben gewonnen. Das ist schon mal ein Indikator dafür, dass wir irgendwo vielleicht ein bisschen besser gespielt haben als unsere Gegner. Und wenn ihr dann allerdings mal schaut, dass halt auf unserer Seite der Typ, der am härtesten reingehauen hat, ein Schutzparadies ist,
Ja, das ist schon ein wenig fragwürdig, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Aber hey, was weiß ich denn schon? Dann, und hier ist auch schon der Gap, ist schon recht ziemlich groß. Ich mach mal zwischen mir und halt der den Moonkin, ja, oder der Eule. Das sind 10 Millionen so, das ist nicht ohne, würde ich behaupten, oder? Sind 10 Millionen? 10 Millionen. Dann halt zwischen dem Moonkin und dem Schurken sind es wieder 10 Millionen. Sind knapp 20 zwischen mir und dem Schurken. So, und dann halt hier nochmal mit 30. Wobei hier ist auch nochmal. Wie gesagt, Frostlerfleisch, der hat jetzt hier 55 gemacht. Das ist alles gut hier. Firemage 43, okay. Meuchelschurken, ne? Meuchelschurken so. Und ich mach ja auch noch ein bisschen HOE-Schaden, so ist das nicht. Es ist einfach nur so, what the hell? Es ist wirklich, es ist schon krass. Ist schon krass. Ich mache jetzt eigentlich auch PvP, weil ich hoffe, ein bestimmtes Item zu bekommen. Glück scheint nicht mit mir zu sein. Uns mal einen anderen Tanz machen. Ich muss mir irgendwas holen, was mich ein bisschen selektiert von den anderen. Ist auch krass. Müsst auf jeden Fall, wenn ihr Legion spielt oder wenn ihr jetzt gerade vielleicht anfangt oder sonstiges, schaut euch mal die zusätzlichen Talente, die ihr halt hier drin habt. Ne? Schaut euch die mal an. Was da so mit teilweise mit dabei ist. Da sind Sachen mit dabei, die sind echt nicht ohne. Ich habe einzigartige Waffen. Ich habe einzigartige Waffen. Und sag mich nicht in die PvP-Händler. Das sind ja PvP-Händler, ja, aber. Sind alle Wahrscheinlichkeit noch nicht die Empfehlung, an denen ihr ein Interesse hättet. Fragt mich nicht, wo andere PvP sind. Ich habe keine Ahnung. Diese Vorratsdings da ist halt auch so. Das ist halt jetzt sozusagen. Eins mal. Wollen wir nicht üben. Oblima. Oblima ist die einzige Stadt, in der ich mich mehr oder weniger auskenne. So. Hätte ich nicht Helm gekauft? Nein, ich habe zweimal Helm gekauft. Ja, yeah, Gamo.
hoffentlich zwei. Einer reicht. Ich brauche das nur noch Schilder. Wenn ihr euch jetzt auch über meine Leisten wundert, von denen, hey, warum ist da so viel leer? Ganz einfach, es gibt nicht mehr. So, sind jetzt vielleicht noch so ein, zwei Fähigkeiten. Also ich könnte auf jeden Fall jetzt zum Beispiel Doktor eine Fähigkeit rausnehmen, weil Worten, hier, was? Alles hat seinen Preis. Was? No? Nein, ich brauche nichts. Warum sollte ich überhaupt den Versuch wagen, irgendwas zu denken? Wie gesagt, so. Es macht keinen Sinn, es macht überhaupt gar keinen Sinn. Deswegen so, ja, spannend uns das Gespräch gehabt, ja, oder aus Gewahrung. Okay. Tod allen Widersacher! So, hier muss doch, in Daladan muss doch auch ein Ding hier. Alles noch rein. Hoffentlich ist das richtig. Hier ist vielleicht ein neuer Händler? Nein, sieht nicht so aus. Interessant ist, ich glaube hier bei den Händlern, ja genau, hier muss ich halt diese Marken nehmen. Ja. Ja. Dann müsste ich jetzt diese Marken nehmen, um etwas zu kaufen. Wie ich geht's halt denn Dalla, so? Einfach nur Kohle auf den Tisch zu legen. Grüße. Aber, okay. Haben wir denn irgendwas Einhandwaffentechnisches, was ich bevorzugen würde? Sehen noch nicht mal so cool aus, wie ich mir das jetzt vorgestellt habe. Ich habe einen guten Stoff, Mann. Ja, ja. Ihr wollt sprechen? Lokta, so kämpft denn wohl. Wie kann ich euch helfen? Keine Waffen? Ich habe einzigartige Waffen. Das glaube ich auch. Oh, tschüss. Die sehen ganz cool aus. Ich bin gleich wieder da.
da werden wir auch schon wieder. Das hier wird jetzt erst einmal, denke ich mal, das letzte Game sein, was ich als Death Knight spiele. Oder Frost Death Knight, um genau zu sein. Danach werde ich einfach mal die Klasse wechseln und eine andere DD spielen. Und ein anderes ausprobieren. Ich sehe schon, unsere Mannschaft wird hier aufgesplittet und ich werde definitiv nicht da eingehen, weil ich habe kein Problem dazu, in unserer Zahl zu sterben. Ja, Mr. Magier, gib mir am Arsch. Kein Problem. Wobei, nicht schlecht so. Er wurde auf jeden Fall zurückgefightet und ich habe ihn auch noch gekippt. Wobei, Death Knight hat definitiv, also Frost Death Knight hat definitiv irgendwo in der Hinterhand noch mal so ein bisschen extra hier. Davon bin ich überzeugt, weil
weiß nicht. Ich bin immer sehr lange am Leben, so mäßig. Ich weiß nicht, ob es extra Heal ist oder nochmal irgendwo. Nochmal eine Packung extra Defense. Aber auf jeden Fall bin ich immer etwas länger am Leben als. Irgendwann ist Schluss. Aber sie haben zumindest noch was erobert. Schade, dass wir jetzt nicht noch die Base halten konnten. Und zumindest sie ein, zwei Mal gefickt hätte. Nervig, aber okay. Du? Ja, ich hab die wieder. Aber um ehrlich zu sein, es ist so lala. Also. Oh, my God.
Beta ist so. Sie ist sehr Beta-mäßig, also sehr unfinished. Sie ist sehr unfinished. Sehr schlecht, also zumindest meiner Meinung nach, sehr schlecht bis gar nicht gebalanced aktuell. Und ja. Death Knight, Verstärker Schamane und Death Knight, Verstärker Schamane, Elementar Schamane, Krieger, sowohl Arms, also Waffen, die ich werfe, die auf Waffenkrieger, Fury Krieger, Death Knight, Stärker Schamane, Elementar Schamane, da war noch alles dabei. Vergelter Paar. Und da sind so Sachen dabei, wenn du denkst dir, von vornherein aus denkst du dir so, wie kann man so etwas zulassen? Das kann nicht gut gehen, solche Skills oder solche Talente ins Spiel einzubauen. Das kann ich dir gleich mal zeigen, wenn ich auf den Vergelter-Paladin wechsle. Wenn das Spiel jetzt vorbei ist. Ja. So, what the hell? Elementar-Schamane, und das ist, wie ich finde, eine sehr positive Überraschung, ist zumindest meiner Meinung nach sehr, sehr geil. Hittet richtig, richtig hart. Ist natürlich eine Klasse, die aus der zweiten Reihe arbeitet. Man sollte also nicht in die vorderste Reihe damit sein. Ist aber sehr... und ich habe nicht die Fähigkeit dazu, den Elementarschaman zu spielen, weil mir die Praxis dafür fehlt. Ist meiner Meinung nach aber sehr leistungsfähig. Wirklich. Absolut nicht zu unterschätzen. Sehr leistungsfähig, das ist sehr geil. Ich glaube, das zwei Schurke und Hexer gegen zwei Fire Mages. Ich glaube, da hat sich ausgefaltet. Noch nicht. Red Paladin. Bin mir noch nicht sicher, wie ich Red Paladin, also Vergelter Paladin, beurteilen soll. Einfach weil
sie halt auch beim Vergelter-Paladin so viel weggekackt haben, dass es sich halt nicht anfühlt wie Vergelter-Paladin. Das ist jetzt halt wirklich so voll die Melee-Klasse geworden. Ja, es ist nicht mehr mit Heilen und hast du nicht gesehen. Das gibt's nicht mehr bei der Klasse. So. Machen wir kurz die Kassetten auf. Und dann kann ich dir zeigen, was wir machen. Daumen drücken. Oh! Ist das eigentlich das nicht? Fehler. おじけづくか。